Geschichte zu schreiben. Nichts Geringeres als das haben sich die Kolleginnen und Kollegen von Philip Morris, dem Tabakunternehmen, vorgenommen. Was das genau bedeutet, möchte ich heute herausfinden. Mein Name ist Melli Schütze, ich bin Gründerin des Karrierenetzwerks Nushu und Kraft meines Amtes habe ich die Möglichkeit, bei spannenden Arbeitgebern hinter die Kulissen zu schauen. Ich stehe jetzt gerade hier in Grevefing bei München vor dem Headquarters und du und ich, wir schauen jetzt hinter die Kulissen. Komm mit! Hi, ich bin Julia Denzel. Ich bin Manager People and Culture für die Salesforce in Deutschland bei Philip Morris. Asi, wer bist du und was machst du? Hi, ich bin Asalan, man nennt mich aber auch Asi und ich bin Supervisor im Bereich Commercial Capability Building bei Philip Morris. Wie war dein Weg hierher? War eine ganz spannende Zeit früher. Ich habe damals ganz klassischerweise im Außendienst angefangen. Einfach für mich auch einfach mal direkt den Kontakt mit dem Kunden zu haben, mit unseren Partnern, weil ich geglaubt habe, hey, gerade da kann man extrem viel lernen. Bin dann nach kurzer Zeit dann wieder in die Zentrale gewechselt, hatte verschiedene Positionen im Sales und Marketing. Wie war es bei dir, Julia? Ich bin tatsächlich von Hause aus Juristin und dann hat sich aber schon nach einem halben Jahr ergeben, dass ich weiter mich in, wie wir es nennen, People and Culture im HR-Bereich weiterentwickelt habe und bin dann crossfunktional rübergewechselt und habe in den Werken viel Verantwortung dann mehr und mehr übernommen und jetzt eben im Headquarter, also agil. Wie lange bist du jetzt schon hier? Jetzt im Dezember wären es 9 Jahre tatsächlich. Wie bei Philip Morris, glaube ich, üblich, fühlt sich aber an wie 3 Jahre. Ihr steckt ja in einer riesigen Transformation, Julia. Wie erlebst du das als Mitarbeiterin? Welche Chancen, aber auch Herausforderungen entstehen dadurch für euch? Transformation bringt vor allem viel Agilität mit sich und viel stetige Veränderung. Darin würde ich als Mitarbeiterin sagen, stecken natürlich auch die Hauptchancen, weil sich Jobinhalte durchaus auch mal verändern. Es entstehen ganz neue Geschäftsbereiche, die wir früher nie hatten. Insofern sind damit auch gleichzeitig extrem viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten verbunden, nicht nur im Daily Business durch die veränderten Inhalte, sondern eben auch durch ganz neue Positionen. Ihr sagt, ihr wollt Geschichte schreiben. Was genau bedeutet das, AC? Ja, ich glaube, wir sind gerade dabei, Geschichte zu schreiben. Klar, wir befinden uns in einer riesen Transformation weg von der klassischen Zigarette hin zu alternativen, schadstoffreduzierten Produkten. Und das ist halt wirklich ein ganz riesen Wandel. Ja? Wirklich als Marktführer zu sagen, okay, wir geben unser klassisches Produkt wirklich langfristig auf. Zumindest ist das das Ziel. Und dazu gehört halt auch super viel Aufklärungsarbeit. Wir sprechen ja auch über Diversity, Gender Diversity und mich würde deine Meinung interessieren. Bei uns gibt es wirklich viele Kolleginnen im Vertrieb und es kommt immer, glaube ich, ein bisschen darauf an, was man unter Vertrieb versteht. Ja, wenn man denkt, okay, man muss halt Kaltakquise betreiben und möglichst viel verkaufen und Umsätze erzielen, natürlich schreckt das viele ab. Ja. Mittlerweile würde ich sagen, dass der Vertrieb deutlich facettenreicher gestaltet ist. Wie schaut es denn aus mit Gender Diversity bei euch im Unternehmen? Ich glaube, wir können stolz sein, dass wir mittlerweile schon 41% auf den Führungsebenen Frauenanteil haben. Da sind wir auf einem sehr guten Weg. Und im Übrigen im Außendienst tragen wir mittlerweile auch ein bisschen was dazu bei. Wir haben eine sogenannte Employee Resource Group, also eine Mitarbeitergruppe, gegründet letztes Jahr namens No Labels. Da geht es wirklich mehr darum, den Fokus auf Inklusion zu legen, weil wir tatsächlich als Unternehmen schon sehr divers sind. Und es geht ja auch nicht nur um den Frauenanteil, sondern es geht um Diversität in allen Dimensionen. Die No Labels Gruppe will wirklich den Fokus auf Inklusion legen, mit dem Ziel wirklich, dass alle Mitarbeitenden sich tatsächlich zugehörig fühlen. Ich wünsche mir Kolleginnen, die mit uns gemeinsam Geschichte schreiben, mit viel Offenheit ins Unternehmen kommen, mit dem entsprechenden Mindset ihre Ideen einzubringen, um die Transformation nach vorne zu treiben. Hallo, ich bin Pranal Yatman und bin Gebietsleiterin bei Philip Morris. Man nennt mich aber auch Pi. Wie groß ist dein Gebiet und was machst du in deinem Gebiet? Das ist Mannheim und so ein bisschen der Speckgürtel. Also ich betreue unsere Händlerinnen und auch Konsumenten. Also ich bin quasi für den B2B-Bereich, Business-to-Business und auch für den B2C-Bereich, Business-to-Customer zuständig. Wie schaut denn dann so ein klassischer Tag bei dir aus, Pino? Beim Kunden kümmere ich mich darum, dass er versorgt ist mit Kommunikationsmaterial, Werbematerial. Ich schule neue Mitarbeiter nach zu Aktionen, die wir aktuell haben oder zu unseren Produkten auch. Wir bearbeiten gemeinsam die Anpassung von der Warenversorgung, so Dinge. Das Klischee sagt ja, dass Menschen, die im Vertrieb tätig sind, eher laut sind. Wie stehst du dazu? Ja, ich
kann auch mal laut sein, aber nicht beim Kunden. Mir geht es vielmehr darum, dass ich näher beim Kunden bin. Also eine eher beratende Funktion? Absolut, ja. Ich stehe quasi neben meinem Händler und erarbeite mit ihm Dinge. Das heißt, du bist ja wirklich fully remote tätig, ne? Komplett sozusagen eigenverantwortlich. Teammeeting macht ihr wahrscheinlich digital dann, ne? Was muss man sozusagen an Skillset mitbringen, beziehungsweise was muss einem liegen, damit man die Position lieben kann? Also Teamfähigkeit auf jeden Fall. Wir arbeiten unglaublich gerne im Team zusammen und sind auch immer füreinander da. Empathie, weil wir sind auch sehr aufmerksam und haben immer ein Ohr für den anderen. Dann würde ich sagen, unternehmerisches Denken. Wir sind nicht nur zum Spaß hier, auch wenn wir jede Menge Spaß auf Arbeit haben. Grundsätzlich würde es mich freuen, mehr Frauen im Vertrieb zu sehen, aber nicht, weil Frauen etwas besser machen oder schlechter machen, sondern um einfach eine neue Perspektive zu sehen, weil der moderne Salesmarkt, also unsere Konsumenten und Kunden auch sehr vielseitig sind. Ich wünsche mir Kollegen, die mit uns gemeinsam am Morgen arbeiten. Wir befinden uns in einer riesen Unternehmenstransformation und können jeden Impuls gebrauchen. Spannende Einblicke, die ich heute hier gewinnen durfte. Falls du das auch spannend findest und sagst, so eine Transformation interessiert dich, dann fühl dich ermutigt, dich bei den Kolleginnen und Kollegen von Philip Morris direkt zu bewerben. Übrigens natürlich nicht nur hier in München, sondern deutschlandweit. In diesem Sinne, lasst uns gemeinsam die Zukunft shapen, Verantwortung übernehmen in jedem Bereich, gemeinsam die Wirtschaft weiblicher machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.